So, heute gibt es nämlich das kleine Q&A, das ich versprochen habe. Denn ihr habt fleißig Fragen gestellt und die werde ich jetzt im Laufe des Videos einfach beantworten. Und ich hoffe mal, dass ich auch währenddessen schaffe zu kommentieren, weil ich habe irgendwie in den letzten paar Tagen nicht so wirklich viel Zeit gefunden zum Aufnehmen. Also spiele ich gerade Need for Execute, was ich sonst nie gemacht habe. Ich sollte dort weggehen. So. Ja, eigentlich können wir schon mit der ersten Frage anfangen. Wie alt bin ich? Und diese Frage wurde sehr häufig gestellt. Und ich bin derzeit 21. Aua. Ich bin 21 Jahre alt. Also ich bin 1997 geboren. Mein Geburtstag ist am 12. August 1997, demnach. Ich weiß, der war letztens und ich habe nichts dazu gesagt, aber jetzt wisst ihr es. Kannst du bitte... Ich will dich exekutieren. Ich will die Karte einmal verwenden. Upsi. So. Dann gehen wir mal hier entlang. Vielleicht finden wir hier hinten irgendwas. Wieso wurde er nicht exekutiert? Aua, was hat mich getötet? Ach, die Cassie. Aber hat er nicht so die 35 Leben? Ne, die hat er erst danach. Upsi. Na gut. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Wie ist dein Stand? Wie lange machst du oder hast du vor, Videos zu bringen? Also eigentlich, ich mache so lange Videos, wie ihr sie schaut. Und wie es mir Spaß macht. Also, es gibt jetzt nicht irgendwelche Pläne, dass ich, keine Ahnung, in einem Monat aufhöre oder so. Demnach, solange ich Zeit habe und Lust darauf habe und die halt sie schauen möchte, mache ich sehr gerne Videos. Aber und wie lange eben, ich weiß nicht, schon seit, ich glaube, 2 Jahren oder so. Ich habe damals mit Smite angefangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie lange das her ist, aber schon etwas. Hey, Maldamba. Ha, die Stange ist so verfehlt. Ach, der macht es jetzt so, dass er ihn... So, schön exekutiert. Endlich mal. Ich habe die Karte, glaube ich, noch nie richtig eingesetzt. So, weg mit dir. Und jetzt am besten hier noch jemanden töten. Ja. Okay, ich sortiere. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Das war echt verdammt knapp. Okay, ich finde es toll, aber toll, dass sie über die Map springen konnte. Aua. Na gut, die nächste Frage. Ob ich mal eine Rundtour machen könnte? Irgendwann sicherlich. Im Moment nicht, es gibt hier eh nicht sonderlich viel zu sehen. Des Weiteren, was für ein Setup ich habe. Ich habe eine 10, also eine GTX 1070 und ein Intel Xeon 31230 V3, irgendwie sowas. Nach Gigabyte RAM, also nichts Besonderes eigentlich. Beim Mikrofon, ich bin mir gar nicht sicher, wie exakt das heißt. Irgendein Auna-Mikrofon. Jedenfalls, ich kann die Sachen hier in die Beschreibung packen, wenn ihr es sehen wollt. Jo, ich glaube, ich nutze auch mal meine Ulti. Greift die mal von hinten an. Falls hier irgendwas anzugreifen gibt. Aua. So ein Mist, schade. Okay, schon wieder tot. Die weitere Frage war, ob ich arbeite oder als was ich arbeite. Nein, ich arbeite nicht. Ich bin Student derzeit und ich studiere angewandte Informatik. Spielst du ein Instrument? Nein, ich habe Saxophon gespielt damals, aber dann habe ich damit aufgehört, weil. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum. Auf jeden Fall, derzeit spiele ich kein Instrument. Aua. Das tut weh. So, und gleich geht's direkt weiter mit der nächsten Frage, nämlich, was ist meine Lieblingsserie oder mein Lieblingsfilm? Ehrlich gesagt, das ist eine relativ schwierige Frage für mich, weil ich weiß nicht, ob ich so direkt einen Lieblingsfilm habe. Also ich muss sagen, ich mag Science Fiction. Also, so genau, ich würde sagen, vielleicht Lieblingsserie, entweder Stargate oder Star Wars The Clone Wars, weil das sind beide halt, die ich sehr gerne geschaut habe und ich würde vielleicht sogar sagen, Star Wars The Clone Wars sogar ein bisschen mehr, weil zumindest habe ich die schon öfter gesehen als Stargate, aber ich finde allgemein das Stargate-Universum besser von dem her. Ich würde eigentlich sagen Stargate. Und Film, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht so einen wirklichen Lieblingsfilm. Ich würde sagen, Rogue One war ganz gut oder halt fast sogar der beste von den Star Wars-Filmen. Was sogar. Ja, da hat ja eh jeder seine eigene Meinung. Und jede Meinung ist auch akzeptabel, außer also es ist der Last Jedi. Ja. Nun, als nächstes. Woher kennst du Grangedacht? An sich erklärt nur durch YouTube. Also, er hat mir in den Kommentaren gefragt, ob wir zusammen aufnehmen wollen und so weiter. Und dann habe ich mal seine Videos geschaut und da war er dann ganz cool. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann versuchen wir das mal. Ist ja auch ganz cool, mit jemandem zusammen aufzunehmen. Ja, so ungefähr. Und
Warum bist du so ein geiler YouTuber? Also, ich weiß nicht, ich hab's einfach drauf. Ich meine, guck mir hier High-Quality Gameplay, die besten Witze auf der ganzen Welt und das alles zusammen ist so perfekt. Oder meint ihr nicht? Oh, verdammt, weg hier. Ich möchte so bitte sterben. Ich möchte dich exekutieren, komm schon. Danke. Also irgendwie ist es mit der Execute-Karte voll cool. Zwar kann man da nicht irgendwie die ganze Zeit und restlich verwenden, aber in Situationen, wo es wichtig ist. Oh, hallo. Oh, ich wollte ihn erwischen. Na gut, weiter mit den Fragen. Ich sollte mich eigentlich beeilen, weil so schnell wie die Runde hier vorbeigeht, kann man auch mal mitspielen. Oder ist ja jemand gerne mit mir spielen möchte. Ich weiß, wir können das gerne mal machen und aber dann irgendwie so, dass es über Discord halt. Also ich mache hier einen Discord-Server, beziehungsweise dazu mache ich noch ein Video, wo ich dann sage, wie er raufkommt und so weiter und halt den Link und Co. Und dann will ich dort mal fragen, wie man Zeit hat und so weiter, um halt zusammen mit mir zu spielen. Ganz genau. Wo ist denn die nächste Frage? Wann mal ranked und wann kann man mal mit dir zocken? Also die zweite habe ich ja schon beantwortet, aber ranked. Ich weiß nicht, ich habe ein paar Paladins noch nicht ranked gespielt, aber das ist ja kein Grund, warum ich damit nicht anfangen sollte. Ich werde es irgendwann mal machen, vielleicht sogar mit dran gedacht, wenn er den Lust drauf hat. Und in näherer Zukunft vielleicht. Ich weiß nicht, ich spiele Paladins eigentlich nur so hin und wieder, weil an sich spiele ich halt mehrere Spiele. Und Paladins ist ehrlich gesagt ein Spiel, das ich gar nicht mehr so sehr spiele, aber das mir sehr viel Spaß macht. Und ganz das macht mir Spaß und es fällt mir auch sehr einfach, Paladins aufzunehmen. Also einfach als bei anderen Sachen. Und an sich spiele ich halt auch noch andere Spiele, zum Beispiel ziemlich viel Overwatch, beziehungsweise das ist letztes Jahr weniger geworden. Dann Spiele, die ich sehr, sehr gerne spiele, sind zum Beispiel auch Stellaris oder Ark Survival Evolved. Und da kommt auch bald ein neues DLC raus. Mal sehen, vielleicht gibt es dazu sogar mal ein Video, wenn ich das in irgendeiner Weise hinbekomme, dass man das anschauen möchte. Deshalb, da werden wir mal schauen. Nun zur nächsten Frage. Was würdest du über dich im Paladins sagen? Also, ich weiß nicht, ich kenne eigentlich jeden Charakter. Ich weiß ungefähr, was jeder Charakter kann. Ich kann nicht jeden Charakter spielen. Beziehungsweise, ich kann sie halt so ganz, also casual spielen, sagen wir es mal so. Ich würde sie jetzt nicht in einem Ranked Game oder sowas spielen. Und ich würde auch nie behaupten, dass ich gut im Charakter bin. Aber, also mit allen Charakteren bin. Ich weiß nicht, ich glaube, Meave spiele ich relativ gut. Okay. Und ich spiele sie auch sehr gerne. Sie ist eigentlich mein Lieblingscharakter. Ist ja auch noch eine Frage. Und ansonsten mag ich Cassie sehr gerne. Und ich weiß nicht, ich kann so ziemlich jeden Charakter etwas spielen. Manche besser als andere natürlich. Aber ich bin in keinster Weise ein Pro oder irgendwas in die Richtung. Kannst du bitte aufhören, mich zu schießen? Danke. Hier ist so also ein richtig schöner Ulti. Und, nee, ich meinte eigentlich, die Antwort ist, ich bin der absolut Beste in diesem Spiel und ich vernichte alles. Da hat man es gesehen. So, da das erste Video zu kurz war, habe ich, also die erste Aufnahme zu kurz war, habe ich jetzt einfach noch eine zweite gestartet und beende jetzt noch die ganzen Fragen. Beantworte jetzt noch die ganzen Fragen. So beende ich die. Aua. Die ist genau in mein Gesicht geflogen. Aua. Das tut weh. Ach, der hat... Moment, wieso durfte sie direkt zweimal werfen? Was macht die Karte hier? Drückt irgendwie die Granate dazu, wenn er sie... Ich will nicht gegen die Wand laufen. Da, die Karte hat da 5. Okay, es reduziert die Abgezeit. Deshalb. Tschüss, ich gehe. Tschüss, ich habe keine Lust. Wieso hast du mich da noch erwischt? Wieso werden wir gerade so fertig gemacht? Und wieso steht da eine Katze? Gucken wir mal der zu. Los, Katze, auf AFK zu sein. Okay. Ich wollte schon sagen. Okay, so. Mal so ein bisschen geschafft, auf den Punkt zu kommen. Vermutlich nicht. Ich habe den Lex nicht mal erwischt. Wieso macht er so viel Schaden? Achso, irgendwas anderes hat noch auf mich geschossen. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein, sonst kann ich dieses Video gar nicht hier ranhängen. Nun, kommen wir mal zur nächsten Frage. Könntest du mal einen Community-Livestream machen und wo du mit deinen Zuschauern spielst? An sich ja, aber noch nicht derzeit, weil ich im Moment kein Internet habe, das gut genug ist und ich bin gerade total am Verkacken. Also auf jeden Fall werde ich irgendwann mal noch einen Livestream machen, aber das steht noch ein bisschen in den Sternen, in wann, weil ich habe halt derzeit so schlechtes Internet dafür. Deshalb
kann ich im Moment keinen Livestream machen. Welche der folgenden Champions soll deiner Meinung nach genervt werden? Roxas, Koga, Sky, Furia, Khan, Cassie oder Ceres? Ich würde sagen, Ceres ist eigentlich ganz in Ordnung, wo sie ist. Zwar ist ihre Heilung sehr stark, also die Gruppenheilung, aber vergleichbar mit allen anderen Heilern ist sie genauso stark. Furia weiß ich nicht so recht. Ich meine, an sich, was sie kann, ist in Ordnung. Sie ist halt nicht so wirklich OP. Das heißt, diese Heilung mit ihrem Strahl hat sehr, sehr, sehr stark, aber es ist halt im Grunde ein Skillshot, demnach finde ich es ganz in Ordnung. Koga habe ich kein Problem mit. Ich weiß nicht, Androx ist vielleicht so ein klein wenig, zum Beispiel die Distanz von seinem Schlag und solche Sachen, weil die ist dann doch etwas hoch und trifft einen komischerweise, obwohl man gar nicht in der Nähe ist. Sky finde ich in Ordnung. Ich glaube, das war sogar. Die underperformt sogar derzeit ziemlich arg. Cassie, möglicherweise nach diesem Video. So wie wir hier gerade fertig gemacht werden. Aber nee, eigentlich würde ich Cassie auch so lassen, weil sie hat hier nicht mehr diese One-Shot-Combo, von der ich damals gar nichts wusste, bis sie rausgepatcht wurde. Weil ich Cassie nie auf diese Art und Weise gespielt habe. Auf jeden Fall, Cassie ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich würde sagen, von denen auf der Liste müssen nur Androxes genervt werden und ich bin tot. Und eigentlich gehört auf die Liste Dredge noch dazu. Ich weiß nicht, ob das ist ja vor einer Woche, da war Dredge schon draußen. Ich würde sagen, Dredge muss genervt werden, einfach wegen seinem Harpunen-Spam und seinem Granaten-Spam und so weiter, weil er einfach so ein Spammer ist. Aber wie viele Abonnenten würdest du mit Facecam machen, beziehungsweise dich zeigen? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so recht, weil an sich, ich bin kein großer Fan von Facecams. Ich finde es so komisch. Schön, dass ich einen Lag habe und ich sie nicht mehr exekutieren dürfte. Das ist doch dämlich. Wieso hatte ich gerade einen Lag? Oh Mann. Hier, die generische Cassie ist leider gut. Und das ist wirklich nicht so toll. Vielleicht sollte man sie doch ein bisschen nerven, ich weiß nicht. Jedenfalls mit der Facecam. Ich bin allgemein kein großer Fan von Facecams. Zum Beispiel stören sie sich ziemlich häufig, weil sie halt im Bild was verdecken, was halt wichtig ist. Ich glaube, ich bin durch die Granate gestorben. Nee, Drogos. Und ich weiß nicht, ob ich es in der Abonnentenzahl knüpfen würde. Vielleicht zeige ich mich irgendwann mit einer Facecam oder zeige ich mich irgendwann. Das werden wir aber noch sehen, deshalb. Das steht noch ganz weit in der Zukunft. Ich versuche jetzt ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Hallo, na, wie geht's so? Und aua. Ich habe jetzt die Verlängerung rausgeholt. Sehr schön. Wir haben Dredge, wieso verlieren wir? To Stretch. Nun zur nächsten Frage. Wer ist deiner Meinung nach der beste Healer oder Schadenschampion? Oder allgemein gibt es eine andere Frage, wo halt, wo sich das gleiche stellt, welche Charaktere halt meiner Meinung nach die besten sind. Ich würde sagen, als. Aua. Als Healer? Ehrlich gesagt, diese Frage ist ganz schwer, weil ich mir darüber nie so Gedanken gemacht habe. Ich spiele einfach die Charaktere, die ich sehr gerne spiele. Ich würde sagen, Healer war Ceres. Flank würde ich Mief sagen, einfach nur, weil ich sie am liebsten spiele. Schaden. Vielleicht ein Drogos oder eine Cassie. Weil die beiden wirklich sehr stark sind. Aber möglicherweise auch ein Dredge? Nee. Ich weiß nicht, Dredge ist nicht der Beste. Ich würde nicht sagen, dass Dredge der Beste ist, aber er ist halt unfair. Und trotzdem nicht der Beste, das ist komisch. Aber ja. Tank. Khan vielleicht. Nein, fast sogar. Ich würde sogar Inara sagen, weil sie einfach am meisten Schaden aushält und dann halt ihren Cripple hat und so weiter. Also Inara ist wirklich stark. Und gibt's da noch eine Klasse? Healer, Flank, Damage. Und wir verlieren gerade, das finde ich nicht gut. Ich brauche dann noch eine Runde. Verdammt. So ein Mist. Wobei. Spiele ich aus dem Verhalten des anderen Spiele? Habe ich schon beantwortet. Von dem her, das war's im Q&A. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, weil neuerdings braucht man das ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.